Artemisia annua ist eine uralte Pflanze aus dem Mittelmeerraum, Asien und Afrika. Sie wird seit Tausenden von Jahren für ihre medizinischen Eigenschaften und ihren Geschmack genutzt. Artemisia annua ist bekannt für ihre schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung. Die Pflanze enthält ätherische Öle und Bitterstoffe, die diese Wirkungen vermitteln. Artemisia annua wird traditionell als Teesubstanz oder Tinktur verwendet. Die meisten Menschen nehmen Artemisia annua als Tee oder Tinktur ein. Es gibt jedoch auch Kapseln, Tropfen und andere Arten der Verabreichung der Pflanze an den Patienten. Artemisia annua ist leicht zu dosieren und verträglich, was die Verwendung der Pflanze als Medikament erleichtert. Die meisten Menschen berichten jedoch keinerlei unerwünschte Nebenwirkungen von der Anwendung der Pflanzen. Artemisia annua kann aber nicht alleine genommen werden, um bestimmte Krankheiten zu behandeln oder zu verhindern. Die meisten Ärzte empfehlen Artemisia annua in Kombination mit anderen Arzneimitteln oder Therapien, um die bestmögliche Behandlung für den Patienten zu finden. Wie Artemisia annua zur Bekämpfung von Malaria eingesetzt wird. Malaria ist eine weit verbreitete und potenziell tödliche Krankheit, die durch Parasiten der Gattung Plasmodium verursacht wird. Artemisia annua, auch als chinesische Artemisia bekannt, ist eine Pflanze, die in der traditionellen chinesischen Medizin seit mindestens 2000 Jahren als Heilmittel gegen Malaria eingesetzt wird. Es wurde auch in vielen anderen Teilen der Welt als natürliches Mittel gegen Malaria verwendet. In den 1980er Jahren begannen Forscher, sich ernsthaft mit dem Potenzial des Arzneimittels Artemisia annua zur Bekämpfung von Malaria zu beschäftigen. Sie stellten fest, dass das Kraut Artemisinin, eine chemische Substanz in Artemisia annua enthaltene Substanz, sehr effektiv gegen die Malaria-Parasiten war. Sie konnte dazu beitragen, die Symptome zu lindern und den Heilungsprozess zu beschleunigen. In den 1990er Jahren begannen Unternehmen damit, synthetisches Artemisinin herzustellen und als Medikament gegen Malaria anzubieten. Heute ist Artemisinin einer der Schlüsselbestandteile vieler Arzneimittel gegen Malaria. Es hat sich als sehr effektiv erwiesen und ist eine sichere Alternative zu anderen Chemotherapeutika. Studien haben gezeigt, dass es die parasitäre Belastung reduziert und schwere Symptome lindert und den Entgiftungsprozess unterstützt. Außerdem hat es in Kombination mit anderen Antimalaria-Medikamenten die Behandlungsdauer erheblich verkürzt. In vielen Regionen ist es daher mittlerweile das beliebteste Antimalaria-Mittel für Kinder und Schwangere. Es gibt jedoch auch Nachteile bei der Verwendung von Artemisinin-basierten Arzneimitteln. Einerseits hat es einen relativ hohen Preis und ist nicht für alle Menschen erschwinglich, andererseits besteht das Risiko des Auftretens resistenter Stämme des Parasiten Plasmodium falciparum, was bedeutet, dass das Mittel möglicherweise nicht mehr so effektiv sein kann wie früher. Daher muss man bei der Verwendung von Artemisinin-basierten Arzneimitteln vorsichtig sein und alle Richtlinien beachten, um Resistenzentwicklung zu vermeiden. Trotz dieser Einschränkung ist Artemisia annua immer noch eine sichere und wirksame Option für die Behandlung von Malaria, insbesondere für Menschen in Entwicklungsländern mit begrenztem Zugang zu moderneren Medikamenten oder höheren Kostensatzoptionen, sowie für Menschen in Industrieländern, wo es oft als natürliches Heilmittel verwendet wird.